Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück. Horizon 4. Ja, leidiges Thema wieder. Heißt leidiges Thema, aber mich nervt das schon ein bisschen, dass Autorennspiele, gerade bei YouTube, dass da die Qualität doch irgendwie drunter leiden. Oder drunter leiden muss, warum auch immer. Also dies. Ja, das Video am Ende, das Endresultat sieht leider nicht so aus, wie ich es auf dem Rechner habe. Also da fehlt schon mal noch ja, 20%, kann man bald sagen. Finde ich eigentlich schade, ich müsste dann noch mit der Bitrate noch weiter höher gehen und noch höher, noch höher, noch höher. Irgendwann bin ich bei ja, 50, 60.000er Bitrate, also macht keinen Sinn. Die Dateien werden dann einfach zu groß. Ja, ich probiere es halt mal mit der Frame. Mit den FPS, die mal ein bisschen runter zu drehen, also mal auf 30 testen, es dann vielleicht besser aussieht. Weil Autorennen hat halt sehr viel, ja, sehr viel Bildberechnungen, weil es halt ein sehr schnelles Spiel ist, im Gegensatz zu Shooter oder so. Da geht das eigentlich noch. Achso. Oh, ich vergesse. Kleinen Moment. So. Da, 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 da. Genau, bevor ich es vergesse. Haben jetzt auch schöne Musik, ohne dass mein Video großartig. Ja, was heißt gesperrt wird, aber. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Musik vom Spiel kann ich leider so nicht verwenden, oder darf ich so nicht verwenden. Okay. So. Schauen wir mal Map. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber mit Musik oder ob euch das egal ist, auch ohne Musik. Also ich brauche halt immer ein bisschen Musik. Ich kann es aber halt auch für das Video deaktivieren, das ist kein Thema. So, wo sind wir denn hier unten? Ist alles schon ein bisschen weit, ne? Dann kommen wir dann darüber und von da können wir da hinten noch weitermachen. Es geht direkt nach oben. Okay, machen wir das da. Bei dieser Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Ja, der macht schon Bock. Ja, wie gehabt. Wir spielen auf Ultra. Kann ich euch auch noch mal zeigen. Ich Einstellung finde hier. Einstellung, Video. Ja. Freigeschaltet, das heißt, dass auch höhere ja, Bildwiederholraten zugelassen sind. VSync natürlich aus. Vollbild an, bla 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 bla. Farbenblind und sowas brauchen wir alles nicht. Dann haben wir erweitert. Ne, alles ist das Höchste, was geht, außer MSAA, das braucht man eigentlich nicht, diese Kantenglättung. Dafür haben wir Force X Anti-Aliasing drin. Und ja, alles extrem bzw. ultra hoch. Hier geht ja noch hoch. Ja. Achso, und wir spielen Simulation. Wo haben wir das jetzt? Schwierigkeit. Wo ist jetzt die Schwierigkeit? Ja. Also wir spielen Simulation, aber erst ist an und Automatik. Die Halllinie, ja klar, die brauchen wir halt. Schaden keiner. So Ideallinien habe ich immer gerne, vor allem wenn du die Strecken nicht kennst. Dafür immer zurückspulen aus, ist eh bloß Quatsch. Entweder wir verkacken es oder ja. Aber das habe ich ja schon mal gesagt, ne? So.
Lust auf ein Abenteuer? Vielleicht springt ein verlassener Klassiker dabei heraus. Aber eigentlich ist mir jede Ausrede recht. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Das heißt sie? Du hast dein Ziel erreicht. So, starten wir mal. Sieh mal an, wer einen Platz in Runde 4 der Dirt-Rennserie ergattert hat. So, das neue Veranstaltungsprogramm wurde deinem Kalender hinzugefügt. Und nach deiner letzten Leistung bin ich wirklich gespannt, was du daraus machst. Was sind wir denn jetzt? Da drüben. Machen wir gleich das hier, fahren wir hier immer weiter.
abbiegen. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. So. Hier sind sie wieder ziemlich flott unterwegs, das ist mir ganz komisch. Das Kirschen klingeln, okay. Machen wir davon noch mal irgendwo ein Schild.
Ja, noch mehr Ausschüsse. Aussichtspunkt. Das ist ein nettes kleines Dorf. Hier würde ich jederzeit auf eine Tasse Tee und ein Sahnegebäck einkehren. Aber so gewinnt man keine Rennen. Hauptsache, die geht da unten ab. Schild irgendwo. Wahrscheinlich hier unter der Hecke. Schnee ist da ja nicht so gut. Ach, die kann man nicht kaputt machen, oder? Doch. Oder ist das Schild nicht? Ach, hey. Wo ist denn das Schild? Oben? Wie soll man denn da hochkommen? Ist ja eine Schanze, oder? Okay, komm, wir gucken auf die Map. Das Schild können wir auch stehen lassen. So, was haben wir hier? Ein Haus. Okay. Aber das ist ein schöner Sprint. Bei nächster Gelegenheit wenden. Rechts abbiegen.
abbiegen. Derwent Whitewater. Hier kann man nach ein paar Nächten im Gelände gut duschen. Glaub mir. Sind wir doch am Start drüber gefahren. Kommt mir zumindest so bekannt vor. Tippen, ja, hätte nur schwer oder leicht, wenn ich sehen muss. Kommen sie selber wieder nicht aus dem Keks.
fehlt doch nicht mehr viel zum Frühling. Wir wieder ein Super Wheel spinnen. Möchtest du dir ein paar Renndaten anschauen, deine Werte prüfen? Oder möchtest du lieber direkt mit Runde 6 weitermachen? Das dachte ich mir. Ja, wir könnten uns nochmal den M5 angucken, ne? Neues Auto zum Sammeln. Oh, Autos. Meine. Schon mal böse. Mal gucken, was hat denn der an Leistungsdaten? Fuhrpark Tuning. Das A800. Und das Wichtigste, hier wechselst du deine Reifen und Felgen. Na, hat er schon einiges drin.
So. Okay. Klar, was Neues, können wir den Klammer testen. Der hat A und das ist C, okay. Was bremst denn der so? Mein Gott. Yeah. Menü hängen geblieben. Jo. Na gut, dann war's das für die Folge auch schon mal wieder. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten. Bis dahin. Ciao, ciao.